Doch Ingo Lenzen weiß, dass weitere Beweise notwendig sein werden, um Jens Behrens, wie der Angreifer wirklich heißt, sicher hinter Gitter zu bringen. Deshalb hat sich der Anwalt mit dem Halbbruder des Verhafteten verabredet, in dessen Wohnung der Übergriff stattfand. Ja, hallo. Guten Tag, Lenzen mein Name. Das ist Herr Hanke. Sie haben mit unserer Mitarbeiterin, Frau Grüner, gesprochen. Ich weiß Bescheid, kommen Sie rein. Prima, danke. Danke sehr. Ja. Darf ich gleich zum Thema kommen? Ja, legen Sie los, aber eigentlich können Sie sich die Arbeit auch sparen. Wieso? Ja, weil mein Bruder kein Vergewaltiger ist. Ich möchte mal anders anfangen. Das ist die Wohnung, die Sie Ihrem Bruder an dem Abend zur Verfügung gestellt haben? Das ist richtig, ja. Aber das mache ich auch öfters. Was heißt das? Na, mein Bruder leiht sich öfters mal die Wohnung. Der Wofür? Datet halt gerne Mädels, ja, und trifft sich halt gerne dann hier bei mir in der Wohnung, weil seine Freundin das natürlich nicht mitbekommen soll. Ist ja auch okay. Also ich meine, was ist dabei? Das heißt, er macht hier regelmäßig seine Schäferstündchen. Ja, was? Ich sag mal, wer hat nicht gerne Spaß, oder? Ja, ja, alles klar. Wo waren Sie denn an dem Abend? Ich war nicht da. Ich war in Hamburg. In Hamburg? Ja. Warum? Wenn ich fragen darf? Feiern mit einem Kumpel. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum Sie mich das alles normal fragen. Die Polizei hat mich doch schon längst dazu befragt. Ich kann mir genau vorstellen, wie das abgelaufen ist. Die beiden waren hier, haben Spaß gehabt, war alles super. Dann hat sie gemerkt, er ist ein total toller Typ, wollte noch mehr. Und er hat gesagt, nein, ich habe eine Freundin. Da war die pissig. Ach so, deshalb war sie pissig? Ja, natürlich. Und haben Sie mal über das Gegenteil nachgedacht? Ja? Nein, dass Ihr Bruder einfach die Grenze überschritten hat, sich genommen hat, was ihm einfach nicht zusteht und jetzt diese Nummer hier raushaut? Also wissen Sie, ich habe auch eigentlich überhaupt gar keine Zeit jetzt. Also, ja, ich auch nicht mehr. Wissen Sie, vielen Dank für Ihre Zeit. Wäre schön, wenn Sie gehen. Ja, wir gehen auch. Dankeschön. Danke. Sascha Günther scheint von der fragwürdigen Version seines Halbbruders überzeugt. Das, was mich nervt an der ganzen Geschichte, genau das, was er uns hört, was er uns gerade erzählt hat, das haben wir schon 15.000 Mal gehört. Und nicht nur einmal, weil doch, ne, war was dran. Wir müssen da vorsichtig bleiben. Nicht, dass ich denke, dass wir halt einfach wirklich in Betracht ziehen, ne? Ich meine, für Sie, du musst dir mal vorstellen, wenn man ihr nicht glaubt, was das bedeutet für Sie. Ne? Wieder mal ein hilfloses Opfer. Und ich bin einfach überzeugt, dass sie vergewaltigt worden ist. Das, was der uns gerade erzählt hat, das rundet doch das Bild eigentlich nur ab. Ja, der Bruder ist ein Vergewaltiger. Ich meine, dass wir halt wirklich... Ja, ich bin ja alles in Betracht ziehen. Sarah hat neue Informationen. Sie würde sich freuen, wenn wir sie einsammeln könnten. Na los, komm. Als erfahrener Anwalt und Menschenkenner hat Ingo Lenzen darüber hinaus den Eindruck, dass Sascha Günther bezüglich seines Halbbruders etwas zurückhält. Wie recht er damit hat, sollen die Recherchen von Sarah Grüner schon kurz darauf bestätigen. Hallo. Na, danke fürs Einsammeln. Ja, natürlich, gerne. So, und wie war jetzt das Gespräch mit dem Günther? Hat überhaupt nichts gebracht. Ich war total nervös, hat gemauert. Und Ingo und ich sind der Meinung, dass er uns einen großen Haufen Scheiß erzählt hat. Ja, wieso? Was hat er denn gesagt, wo er da an dem Morgen war? In Hamburg sei er gewesen. Ja, in Hamburg. In Hamburg. Bis zum nächsten Nachmittag. Das glauben wir aber nicht. Nee, würde ich auch nicht glauben. Das ist auch definitiv gelogen. Wieso? Woher weißt du das? Ja, naja, ich habe jetzt den Taxifahrer erstmal ausfindig gemacht, der die Frau Schönhaus nach Hause gefahren hatte an dem Morgen. Ne? Der hat übrigens auch nochmal bestätigt, dass sie total verheult war, richtig neben der Spur und das alles. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich da mal hingefahren, habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut und habe gesehen, dass dieser Bereich videoüberwacht war. Ach. So, und das Material, das habe ich mir jetzt mal besorgt. Super. Und würde euch das ganz gerne mal zeigen. Ja. So, hier. Okay, einfach mal auf Play drücken. Auf Play? Mhm. Wer kommt denn da? Wen haben wir denn da? Ach, guck mal. Und wer wird auf die junge Frau aufmerksam? Genau. Der Sascha Günther. Ja, ich hab schon gesehen gerade. Den ruf ich doch gleich nochmal an, oder? Mach das mal. Mach einen Termin ab. Ja. Dieser falsche 50er. Lenzen? Ja, hallo, hey Lenzen, hier ist Anna Trinker. Kommen Sie bitte schnell. Hier steht eine total durchgeknallte. Sie sagt zu meiner Freundin, dass sie eine Lügnerin ist. Sie will einfach nicht mehr gehen. Okay, alles klar, wir kommen sofort. Danke, bis gleich. Fährst du bitte dahin? Ja, jetzt warten wir. Was ist mit ihm? Mailbox. Als das Team Lenzen wenige Minuten darauf bei der Wohnung seiner Mandantin ankommt, randaliert die Unbekannte immer noch vor deren Tür. Tür auf! Ich höre dich! Ich weiß, dass du da drin bist! Mach die Tür auf! Entschuldigung. Hallo? Entschuldigung, was machen Sie denn da? Ich möchte, dass diese verlogene Schlampe die Tür aufmacht. Würden Sie sich bitte mal ein bisschen beherrschen? Diese Frau zerstört mein Leben. Warum? Wer sind Sie? Was soll das? Redet auch ein bisschen leiser hier. Ja, ich verstehe gerade meinen Fernseher. Entschuldigen Sie bitte, wir sind gerade dabei. Es dauert nicht mehr lang. Hoffentlich. In 10 Minuten hole ich der Polizei. Ne? Alles klar. Danke dafür.
Alles gut. So, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich möchte ganz gerne mal wissen, wie kommen Sie an die Adresse meiner Mandantin? Die hat mir mein Freund gegeben, der Jens. Der Jens hat die? Ja, der Jens. Ach deswegen so. Bin ich hier. Und sie erzählt, dass... Sagen Sie, zerstört einfach meine Beziehung mit den Lügen, die sie verbreitet. Was? Also erstmal lüge ich nicht und zweitens bin ich auch keine Schlampe. Dein Jens, der sich bei mir Kilian genannt hat, hat mich über eine Dating-App angeschrieben und hat sich mit mir getroffen und hat nicht mein Nein akzeptiert. Er hat einfach drauf geschissen und mich vergewaltigt. Sie wollen sich doch bloß rächen, nur weil Sie ihn nicht haben können. Ich wusste jetzt nicht, reicht's mehr, dass er eine Freundin hat. Nee, jetzt langt's wirklich. Lisa Saalfeld bleibt überzeugt, dass ihr Freund zwar untreu, aber kein Vergewaltiger ist. Als Ingo Lenzen die rechtlichen Folgen ihrer Aktion schildert, wird die junge Frau jedoch kleinlaut. Und auch ihr Freund Jens Behrens ist stinksauer, als er von ihrem Alleingang erfährt. So, und jetzt allen Ernstes. Jetzt tun Sie mir gefallen und lassen meine Mandantin in Ruhe. Ja, kommen Sie nicht mehr her, dann haben Sie keinen Ärger, wir keinen Ärger. Hey, und Sie ändern sowieso nichts. Spaß. Was machst du hier? Wie, was heißt, was ich hier mache? Bist du bescheuert oder was? Wie, ob ich bescheuert bin? Was hast du zu suchen? Ich kämpfe hier wenigstens um unsere Beziehung. Das ist das, was du vielleicht auch mal machen solltest. Komm, halt die Klappe, geh ins Auto. Geh ins Auto. Also, wie sprechen Sie mit der Frau? Wieso? Das und was machen Sie eigentlich hier? Wieso? Ich kann doch sein, wo ich will. Nee, das ist ein freies Sie nicht. Land, ich bin ein freier Mann, ich kann machen, was ich will. Dass Sie hier auftauchen, ist eine Unverschämtheit. Oh, da irrst du dich, mein Lieber. Du kannst nämlich nicht machen, was du willst, verstehst du? Du solltest langsam anfangen, wirklich aufzupassen, was du tust. Und ich meine es genauso, wie ich sage. Sie als Anwalt sollten ganz genau wissen, dass es im Zweifel für den Angeklagten heißt. Und Zweifel gibt's ja wohl genug, oder? Der Klugscheißer ist auch noch. Ich sage Ihnen mal eins, wir werden uns bei Gericht wiedersehen. Es gibt und keine dann werde ich Frau, Ihnen sagen, was Zweifel heißt. Die nicht freiwillig mit mir geschlafen hat. Komm. Hast du gerade wirklich gesagt? Nee. Ja. Schmierige Mistkerl. Was macht sie bei dem? Sag mir das. Hey, ist die Tante weg? Alles gut. Okay. Alles okay. Sie brauchen keine Angst haben. Alles in Ordnung. Ich würde gern zur Polizei und meine Anzeige zurücknehmen. Nein. Ich schaff das alles nicht mehr. Warum wollen Sie das tun? Diese Anfeindungen, ich halte es nicht mehr aus, wenn die jetzt jeden Tag vor meiner Tür stehen. Also, pass auf, diese Frau wird nicht mehr wiedergehen. Komm, die hat genau eingesehen, was falsch war. Und ich glaube, ihr tut das auch leid, dass sie hier bei Ihnen war. Und den Typen, den kaufen wir drei uns. Ja? Und die Polizei hilft uns auch noch dabei. Wir werden ihm aufzeigen, was er Ihnen angetan hat. Und dass das nicht geht, das wollen Sie doch nicht sein lassen. Nicht für sich und nicht für andere Frauen. Okay? Okay. Ingo Lenzen knöpft sich tags darauf erneut den Halbbruder vor, in dessen Wohnung der sexuelle Übergriff passierte. Ein Überwachungsvideo offenbart nämlich handfeste Beweise. Sie schon wieder. Ja, wir schon wieder. Dürfen wir? Ja, komm. Danke. Aber reden Sie nicht so laut. Wieso? Gefeiert? Ja. Also. Warum haben Sie uns angelogen? Was? Ich habe Sie nicht angelogen. Natürlich haben Sie uns angelogen. So, hier. Damit Sie sehen. Was? Dass wir uns das nicht einbilden. Da. Gucken Sie doch einfach mal hin. Was ist das? Ja, schön. Wer läuft da vorbei? Ja, ich und? So, und da sitzt meine Mandantin am frühen Morgen nach der Vergewaltigung. Ich wusste ja gar nicht, dass es das Mädel ist. Also. Darum geht's da auch gar nicht. Es geht ganz einfach darum, dass Sie uns erzählt haben, Sie wären in Hamburg gewesen. Waren Sie aber nicht. Sie waren da, Sie passieren hier, Sie laufen bei meiner Mandantin vorbei. Nicht so laut. Was? Warum haben Sie uns das verschwiegen? Ich hab ihn... Ach, wissen... Nee. Sie wissen mehr und ich möchte wissen, was Sie wissen. Ich weiß gar nichts. Schicken Sie die Polizei, dann erzähl ich denen das nochmal. Ich will das, jetzt nicht mehr. Das bringt nichts. Wir machen es anders. Lass ihn liegen. Er wird schon noch sehen. Ben Handke ist überzeugt, Sascha Günther in die Enge getrieben zu haben und heftet sich an dessen Fersen. Und tatsächlich steht dieser schon kurz darauf vor der verschlossenen Wohnung seines Halbbruders und droht ihm lautstark. Sofort kontaktiert der Assistent Ingo Lenzen und seine Mandantin, die im Auto warten. Dieser Sascha steht jetzt seit ungefähr einer halben Stunde vor der Wohnung von diesem Jens. Mhm. Klingt die ganze Zeit, ruft die ganze Zeit, komm raus, wir müssen es klären. Ich habe keinen Bock mehr für dich zu lügen und so weiter und so fort. Also scheint so, als hätte die Schnauze einfach voll. Und möchte aussagen, hat gesagt, ich möchte zur Polizei gehen. Ich mache das nicht mehr für dich. Das ist super. Der geht um. Das ist genau so gebrochen. Ja klar, aber ich meine, mal gucken, wie weit er damit kommt. Oh, guck mal, wer da kommt.
Du hältst schön dich, du hältst ganz schön Schmand. Stopp, mein Lieber. Komm. Ja, die Fresse. Du hältst jetzt mal die Fresse, hörst du? Sie sind jetzt mal still. Haben Sie was zu sagen? Ja. Na dann bitte. Sie haben recht gehabt. Es ist genauso gewesen, wie Sie gesagt haben. Ich bin eher zurückgekommen aus Hamburg. Bin direkt zu meiner Wohnung. Aha. Dann habe ich Sie da sitzen sehen. Und habe gehört, dass Sie von einem Kilian angefasst wurde und auch mehr, als sie wollte. Ich wusste ja sofort, wen sie meint. Ne? Mhm. Bin nach Hause und habe ihn halt dann angesprochen, habe ihn da vorgefunden in der Wohnung. Er war noch am Aufräumen. Ich sag, was hast du denn gemacht? Und er hatte nichts gemacht. Ich habe aber gehört, was sie ihrer Freundin erzählt hat. Sascha Günther weiß zudem, wie sein Halbbruder mit Frauen umspringt und ist daher sicher, dass Mia Schönfelds Version der Geschichte stimmt. Trotzdem zögerte er bis jetzt, gegen Jens Behrens auszusagen. Aus guten Gründen. Und sie hat ihn ja heiß gemacht und... Hör auf zu lügen, Alter. Das ist ich lüge nicht. Genau so war's. Hey, sei ruhig. Tatvorwurf hat sich bestätigt. Wir haben sogar jetzt einen Zeugen dafür. Ja. Sei dann ruhig. Das war eine Vergewaltigung. Nein, war's nicht. War's. Erzählen Sie weiter. Genau so war's. Aber er hatte mich dann auch sofort an der Hand. Dann gleich gesagt, halt die Schnauze. Ja? Weil ich schuld ihm halt noch ganz schön viel Geld. Und ich mach dich fertig. Und das wollte ihn erlassen? Richtig. Und wie viel geht's? 15.000. 15.000. Ich sage Ihnen eins, das ist eine vollendete Vergewaltigung. Dafür gehen Sie mehrere Jahre ins Gefängnis. Dafür werde ich sorgen. Ja. Ich bin sehr froh, dass wir Jens Behrens die Vergewaltigung nachweisen konnten. Er wurde im folgenden Strafprozess zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Mia macht eine Therapie, um das Erlebte zu verarbeiten.